I was looking at media.ccc.de today to check out how many talks of console hacking we already had. Ich habe mich heute mal auf media.ccc.de angeschaut, wie viele Talks zum Konsolenhacking wir bereits haben. Und es ist eine ziemlich lange Liste. Wir hatten die Xbox, wir hatten die PSP, wir hatten noch einige mehr. Es ist eine ziemlich lange Liste, wirklich. Und ich bin froh, hier Yifan Lu und Devi hier zu haben, welche uns etwas über den Hack der PlayStation Vita erzählen können. Schauen wir mal, wie sie das gemacht haben. Eine warme Runde Applaus für Yifan und Devi. So, thanks everyone for coming today. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. I know some of you did this already, but show of hands, how many of you own a PlayStation? Also, wie viele von euch haben eine Vita besessen? A few of you. Sind schon einige im Saal, mich eingeschlossen. Okay. Wie viele haben einen 3DS? Das sind einige mehr. Ich hoffe, dass ich euch am Ende dieses Talks davon überzeugen kann, zur besseren Konsole zu kommen. Wer sind wir? Wir sind Team Molecule, das ist unser Maskottchen. Und Davy, ich, Yifan, für die Rechtsanwälte bin ich XYZ. Und dann gibt es noch Proxima, die nicht hier ist heute. Wir haben von Anfang an waren wir daran, die Vita zu hacken und haben auch einiges anderes noch gemacht. So, also als Übersicht, das ist ein Grundlagentalk. Wir wollen mehr über die Techniken sprechen, die wir angewendet haben, und mehr als nur die Resultate. Das ist vielleicht nicht ganz so spannend für alle hier, aber wir hoffen, dass ihr da bleibt und trotzdem was davon lernen könnt. Davy wird die Software-Seite präsentieren und ich werde nachher dann wieder zurückkommen und über die Hardware sprechen. Gut, damit hier ist Davy. Hallo. Also ich werde jetzt über die Software-Seite des Hackens der PlayStation wieder sprechen und spezifisch werde ich über den Sicherheits-Co-Prozessor sprechen. Also zuerst muss ich mal über die Sicherheitsarchitektur der PlayStation Vita sprechen. Sieht etwa so aus. Das sind die grundlegenden Privilegienstufen. Und wir haben schon seit einer langen Weile an der Vita gearbeitet. Und wir haben es bereits ins Trust Zone Level geschafft. Und was da schon daran spannend ist, ist, dass da Sony dem eigentlich schon gar nicht vertraut. Also das wird geproxied von dem Co-Prozessor und wir können das Ganze so simplifizieren. Und was ich heute darüber sprechen werde, ist, wie ich in die Food Kernel und Food Loader Levels einbrechen werde. Und was ist das eigentlich? Das ist der Sicherheits-Co-Prozessor. Das ist ein spezieller Prozessor, der ein proprietäres Instruktionsset ausführt. Und jetzt sprechen wir noch kurz über die zwei Privilegien-Levels, die er hat. Der Food Kernel, das ist das DRM des Systems und der stellt sicher, dass alles auf die richtige Art authentisiert ist. Und der Food Loader, das ist mehr wie ein Bootloader und Startup und der stellt sicher, dass die Schlüssel geschützt sind. Und wenn wir das hacken wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir das machen wollen. Mit einem proprietären Prozessor müssen wir zuerst mal mehr Informationen sammeln. Als erstes die Hardware-Architektur, die dahinter steckt. Anschließend müssen wir die Software anschauen, die auf dem Prozessor läuft, und damit können wir dann einen Plan beginnen zu formulieren. Das Erste, worüber ich reden werde, wird die Hardware-Architektur sein. Das ist das Blockdiagramm für die Vita. Das ist Kermit. Tatsächlich nach dem Frosch benannt. Sie nennen ihre Systeme häufig
nach Sesamstraße. There's no Bert though, which is disappointing. Es gibt keinen Bert, es gibt aber Ernie. On the PSP, for example, they had, auf der PSP gab es zum Beispiel Kirk und Spock und Paul. Nur die beiden hier. Wir interessieren uns eigentlich nicht so über den Rest, sondern hauptsächlich nur um Food. Und wir sehen da drin, dass es den MAP-C5-Prozessor gibt. MAP ist ein RISC von Toshiba. Der Name Food kommt von Elf-Headern, von Executables da drin. Das ist der die 11 Identifikationsnummer. Damit haben wir einfach gearbeitet. Seitdem ist es Geschichte. Der Map-Prozessor wird normalerweise benutzt in Parklösungen oder Sicherheitslösungen. Diesmal haben wir es wohl für den sicheren Co-Prozessor benutzt. Hier haben wir noch eine Crypto-Engine und Keyslots. Nicht so wichtig für diesen Talk. Es hat auch einen eigenen Speicher. Hier ist Secure SRAM, sicheren SRAM, 128 Kilobyte nur. Das kann nur von dem hier zugegriffen werden. Kein anderes ARM-System kann darauf zugreifen. Das ist ein eigener Risk. Wie kriegen wir darüber was raus? Naja, ist eigentlich so wie immer. Wir googeln es. Und da kriegen wir ein paar Datenblätter. Meistens ein paar in Englisch, die meisten in Japanisch. Da ist Google Translate euer bester Freund. Nach ein paar Google-Suchen haben wir das Datenblatt, dann kriegen wir das Instruction Set dadurch und ein paar komische Dinge darüber. Und glücklicherweise haben wir GCC und so weiter. Sehr gut. Aber wir wollen gerne mehr darüber wissen. Und wie machen wir das? Wir probieren es einfach mal. Wir haben IDA-Plugin geschrieben, einen Emulator geschrieben. Das hat uns wieder ein paar der komischen Dinge gelehrt. Und wir haben sogar einen Decompiler geschrieben. Was haben wir gelernt darüber, dadurch? Es ist hauptsächlich inspiriert durch MIPS. Es hat keinen komischen irgendwas, das habe ich nicht verstanden. Das Instruction Set ist aber ungefähr das gleiche. Es gibt keinen virtuellen Speicher, keinen Memory-Schutz. Es ist einfach bloß physischer Speicher. Es ist kein sicherheits-reinforceder Prozessor. Es gibt kein ASLR und so weiter. Wir dachten, das ist nicht besonders sicher für einen Co-Prozessor. Naja, egal. Das nächste, worüber wir reden wollen, ist die Software, die darauf läuft. Und während der Laufzeit gibt es dort so einen sicheren Kernel, der während der ganzen Zeit läuft. Und der hat so Applets, die so ein bisschen Funktionalität verpacken. Zum Beispiel DRM oder irgendwelche anderen Features, die authentifiziert werden müssen. Man lädt es, dann gibt es ein RPC, ein Remote Procedure Call Interface, um Berechnungen, Entschlüsselung oder was auch immer zu machen. Danach entlädt man es wieder, weil man lädt es, man tut was, man entlädt es wieder, weil bloß ein einziges Applet auf einmal geladen werden kann. Natürlich, unglücklicherweise für uns sind die Applets signiert und verschlüsselt. Dann schauen wir uns mal den Lebenszyklus genauer an, insbesondere den Applet-Laden. Man sieht hier drei Regionen: ARM, Trustzone und Foot. Trustzone ist hauptsächlich nutzlos, eigentlich nur ein Proxy. Wir können es eigentlich als so ansehen, simplifizierter. Wir können uns eigentlich anschauen, wie es zwischen ARM und Foot passiert. ARM lädt das Applet ins Speicher,
Das wird rübergeschickt nach FIT. FIT überprüft die Signatur und dann entschlüsselt es es. Und dann gibt es ein Ergebnis zurück, ob es erfolgreich oder nicht war. Für das RPC ist hauptsächlich das Gleiche. Man formatiert eine Anfrage, dann schickt man es rüber. Der sichere Kernel wird es zum Applet weitergegeben. Das Applet wird den Request ausführen und dann wird es wieder zurückgesetzt. Entladen funktioniert genauso. Man fragt einen Unload an, dann wird das Input gemacht und dann gibt es das Resultat zurück. Wenn wir das jetzt wissen, wie können wir das angreifen? Okay, schauen wir uns an, was wir wissen. Wir können alles, was man in Food reingibt, bestimmen. Wir können wie viel auch immer Daten reingeben, wie wir wollen. Wir können das Memory Layout. Aber wir Applets haben aber auch einen Elf-Header, sie haben einen Segment-Header und wir sehen, an welchen Adressen es geladen wird und dadurch kriegen wir halt ein ganz gutes Modell, wie das Modell wie der Speicher aussehen wird. Der Coprozessor hat keine Sicherheitsfeatures, ziemlich praktisch. Wir verstehen den Applet-Lebenszyklus, wir sehen die RPC-Calls. Wir können also RPC-Calls anschauen. Wir schauen uns die Executables an. Sie sind leider signiert und sie sind auch verschlüsselt. Wir können diese nicht lesen, weil sie alle verschlüsselt sind. Also können wir sie nicht voraus analysieren. Und das macht das ganze System effektiv zu einer Blackbox. Was wir also am liebsten hätten, wenn wir hier weitermachen sollen, wäre eine Möglichkeit, das, den privaten Speicher von Food anzuschauen, um hier einen genaueren Angriff, einen besseren Angriff zu machen. Also gehe ich mal zurück zum Applet-Loading und will das hier genauer anschauen. Um genau zu sein, wissen wir, dass das Applet in Speicher geladen und dann an Food geschickt, wo ein Signaturcheck durchgeführt wird und dann entschlüsselt wird. Was genau passiert hier allerdings? Es hat zwei Probleme hier. ARM arbeitet mit virtuellem Speicher und Food nicht. Das ist ein Problem, weil virtueller Speicher ist nicht zwingend durch zusammenhängenden physischen Speicher umgesetzt. Das heißt, entweder müssen wir alles ins physische Memory rüberspeichern, was teuer wäre, oder wir verwenden gar nicht virtuellen Speicher. Es muss also einen besseren Weg geben. Hier sehen wir virtuelles und physisches Memory und wir sehen, dass in der physischen Seite das Ganze nicht nicht zusammenhängend ist. Und wir müssen hier irgendwas besser machen, sonst kriegen wir ein Durcheinander. Was Sony hier macht, ist, sie kreiert eine Liste von physischen Adressen und übergibt diese Liste statt den Daten. Und in dieser Liste, das erste Element ist die Adresse und das zweite Element in der Liste ist die Größe. Wenn Food also ein Executable lesen will, dann geht es durch die Datei und durch diese Liste und baut sich so die Datei auf. Und so kopiert man den virtuellen Speicher in einen zusammenhängenden physischen Block. Also, das Food-Modul hier ist ein Applet und die ersten drei Bytes sind repräsentiert vom ersten Eintrag in der Physical Address List und so weiter und so fort. Und damit wird das Kopieren gefixt und wir wissen, wie die Daten Food übergeben werden. Das hat ein Problem allerdings. Wenn wir zu diesem Modell zurückgehen und wir sehen, dass
die ganzen Daten im DRAM sind, was passiert, wenn wir einen diesen Listeneinträgen verändern? Zeigen sie ins Food Private Memory? Es stellt sich raus, der Food Kernel blacklistet seinen eigenen Speicher nicht. Das macht keine Daten öffentlich. Food kopiert da nichts raus, also sehen wir da nicht mehr. Die Daten werden immer noch nach einer Signatur überprüft, also ist das nutzlos. Wenn wir da unbekannte Daten reinladen, dann wird das einfach fehlschlagen. Oder nicht? Was ist, wenn die Daten im privaten Speicher dem Original passen? Dann würden wir erwarten, dass der Signaturcheck funktioniert und wir weitermachen. Und wenn das funktioniert, dann wissen wir, was in dem Teil des Speichers ist. Wenn wir den Listeneintrag also auf ein Byte reduzieren und dann die Liste vereinfachen, sodass sie aussieht wie hier. So, der erste Eintrag ist der erste Teil der Datei, der zweite ist ein einzelnes Byte, ein Zero Byte, das wir erwarten. Dann können wir alle Zero Bytes im privaten Speicher von Food finden. Was wir erwarten also ist, wenn wir hier immer ein 0,0 sehen, dann sollte der Signaturcheck funktionieren. Also können wir hier durchgehen. Wir zeigen also auf das erste Element. Dann können wir das Food übergeben. Funktioniert nicht. Also wissen wir, dieses Byte im Speicher ist nicht 0,0. Können das nächste und so weiter und so fort. Bis wir irgendwann einen Erfolg haben. Damit wissen wir, dieses Byte ist 0. Das passt zu dem im Applet, also ist das 0,0. Und das können wir mit dem ganzen Speicher machen. Voilà, wir haben jetzt mal ein Modell, wo alle Nullen sind. Das ist noch nicht super nützlich. Und jetzt suchen wir mal nach 0,1en. We can then do the same thing again. We point our entry into the food private memory to the start. Und jetzt können wir das gleiche machen und einfach wieder durchgehen und alle 0,1 Einträge suchen. Oh, voilà, da ist eines. Wir machen weiter. Die Nullen können wir schon skippen, die kennen wir ja schon. Und noch eines. Und so weiter. Das können wir mit dem ganzen Memory machen, dann haben wir alle Einsen. Da machen wir es mit den Zweien, den Dreien, den Vieren, bis zu FF. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir ein komplettes Modell vom Food SRAM. Und wir haben den Plaintext des Kernels. This is what we're calling the Octopus exploit. Das nennen wir den Octopus Exploit. Don't ask why. Nicht nachfragen, warum. So with this we now have the food kernel. Jetzt haben wir den Food Kernel. Wir haben Lesezugriff, damit können wir weitere Analysen machen, wir können weitere Schwachstellen finden. Da werden wir nicht drauf eingehen, aber da haben wir den Zugriff jetzt. Also als nächstes, der Food Loader. Das ist der nächste Schritt. Und weil das die Bootstufe ist, geht es sehr schnell vorbei und es persistiert nicht während der Laufzeit. Das macht die Angriffsfläche sehr, sehr klein. Um damit umzugehen, müssen wir die Hardware anschauen und das übergebe ich wieder an Yifan. Vielen Dank. Told you I would be back. Ich habe euch gesagt, ich bin wieder da. Wir sind in einer Situation, wo die Software-Leute von den Hardware-Leuten gerettet werden müssen. Worüber ich heute reden möchte, ist Glitchen.
ist ziemliches Buzzword. Ich bin mir sicher, ihr habt ganz viele Leute darüber reden. Aber ich möchte eigentlich genauer sagen, was ist Glitching denn überhaupt? Wie funktioniert das und warum funktioniert das? Kurz gesagt, ist ein Hardware-Glitch erlaubt uns, eine Software-Verwundbarkeit zu erzeugen, wo keine ist. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Eins davon ist, die Spannung zu glitchen. Die anderen sind viel komplizierter oder teurer zu tun. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu zeigen, hier habe ich ein bisschen C-Code. Das ist ein Größencheck und es verarbeitet Daten, wenn der Check funktioniert. So, wenn ich das nach MIP kompiliert, so sieht es aus. Ich führe es einfach mal aus als der Computer. Hier laden wir die Größenwert. SLTU3 ist quasi ein kleiner gleich anzeigend und dann kriegen wir das Resultat davon. Das ist auf 0 gesetzt, weil es nicht kleiner gleich gewesen ist. Dann sind wir in der Fehlerbranch. Es gibt keine Möglichkeit, das zu hacken. Aber wenn wir einen Spannungsglitch einfügen, dann kriegen wir an der Stelle einen Fehler in der Berechnung. Hier sollte R0 auf 0 sein, aber wegen des Spannungsglitches ist es 1 und dann kriegen wir die Branch. Dann sind wir woanders. Warum funktioniert das? Das ist sehr dicht an meinem Herz dran. Ich möchte wirklich die tiefen Details wissen. Dafür müssen wir leider auf Transistoren schauen und Logikgatter. Falls ihr euch daran nicht mehr erinnert, dann ist es okay. Ich erkläre es euch. Das ist ein NAND. Oder nicht und. Und hier ist eine Wahrheitswertetabelle. Das implementieren wir mal in moderne Transistortechnologie, CMOS. Das ist. Da gibt es zwei verschiedene Transistoren. Die eine Sorte ist. Used on the, I guess, the top part of the diagram. I'll show you the diagram later. It'll make more sense. Ich zeige euch ein Diagramm später, dann macht das mehr Sinn. The gate activates and then the current will flow from the source to the drain. So kind of like a light switch, but der Transistor feuert, wenn beim Gate Strom reinkommt. The only difference between these two is that the voltage. Dann kann zwischen Source und Drain Strom fließen. Der Unterschied dazwischen ist, das obere schaltet sich an, wenn Strom fließt durchs Gate und das untere, wenn nicht. So, hier sieht man, wie ein Nicht-und-Gate ausschaut. Die oberen Gates sind an, weil 1 und weil 0 und 0 gibt ein 1. Und 1 NAND 0 ist immer noch 1. Und jetzt sieht man, eins von den oberen ist an. Und das gibt immer noch 1. Eins von den unteren ist an. Das kommt aber nicht bis ganz unten an. Also ändert sich da nicht. 1 NAND 1 gibt immer noch 0. Und jetzt sind die oberen beide 0, weil sie notet wurden. Warum sind die beiden unteren an? Das ist damit, weil quasi hier noch etwas Strom durchtröpfelt und der irgendwo weg muss. So, und jetzt hier haben wir einen Glitch. Wenn wir einen Glitch einführen wollen, einen Spannungsglitch, dann meinen wir damit, dass wir die Spannungsquelle mit Ground, mit 0 Volt verbinden. Wir
stellen damit also die Stromquelle ab. Im Moment macht das zunächst mal nichts. Es hat noch ein bisschen übrig gebliebenen Strom, der zum Output fließt. Und das ist, weil es ist wie ein Wasserhahn. Man stellt ab, aber es ist noch nicht ganz weg. Es tropft noch ein bisschen weiter. Aber ein kleines bisschen später geht der Output gegen Null und das ist inkorrekt. Weil 1, nein, 0, das sollte 1 geben. Aber das Wichtige ist, man muss es nachher wieder einstellen und das Ganze korrigieren, weil wenn man das nicht macht, dann stellen sich alle Transistoren ab und das ganze System staltet sich einfach ab und das bringt einem nichts. Also was wir machen ist, wir können ein NAND-Gate auf inkorrekten Output setzen, aber nur für eine kurze Zeit. Wenn wir das zu lange kurz schließen, dann stellt sich das ganze System ab. Aber wir haben noch nicht alle Hoffnung verloren, weil diesen Fehler mit dieser ganz, ganz kurzen Zeit können wir durch das System durchpropagieren, wenn wir das an der richtigen Stelle machen. Hier sehen wir eine Baumstruktur aus verschiedenen NAND-Gains. Und sagen wir, hier können wir in einen Voltage, einen Spannungsglitch machen. Aber das ist ein Input für diese zwei und für diese zwei und dann für dieses. Da haben wir jetzt Fehler in etwa der Hälfte der Gates gemacht. Das ist natürlich Idealfall. In echt ist es nicht so klar, ist es nicht so einfach herauszufinden, wo überall Fehler passieren. Es gibt natürlich nur einen Fall, wo wir eine 1 kriegen und drei Fälle, wo wir eine 0 kriegen. Andersrum natürlich. Aber was ich damit sagen will, es ist nicht eine 50-50 Chance, um hier den falschen Output zu kriegen. Aber damit können wir falsche Outputs für eine kurze Zeit generieren. Das kann sich durchpropagieren und hat einen Haufen Möglichkeiten, dass es sich wieder korrigieren kann, weil die Gates nicht symmetrisch sind. Und das ist so beabsichtigt. Darum ist euer Computer so robust, weil er kann Fehler wie das korrigieren. Wir kreieren das manuell, aber Glitches in der digitalen Logik sind eine Konstante. Das kennt man, das passiert auch ohne äußere Einflüsse. Und Computer sind so designt, dass das damit umgehen kann. Also müssen wir ein spezifisches Ziel finden, damit wir wirklich etwas damit auslösen können. Und der Idealfall ist natürlich, dass wir einen Fehler verursachen können, der einen Haufen Änderungen kreiert. Beispielsweise bei bei mathematischen Operationen oder bei Verschlüsselungshardware. Dort, wo eine kleine Änderung am Input eine große Wirkung haben wird. So, das ist mal die Theorie. Jetzt könnt ihr wieder aufwachen. So, jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Da müssen wir rausfinden, wo angreifen, was angreifen und das Ganze automatisieren. Das wird mehr Sinn machen, wenn wir soweit sind. Wo angreifen heißt, hier sieht man ein Bild des Chips. Also beziehungsweise das Board, wo der Chip draufkommt. Alles, was so kompliziert ist wie dieses System, hat einen Haufen Spannungsquellen, welche verschiedene Sachen mit Strom versorgen. DRAM, Input, Output. Das Einzige, was uns interessiert, ist das, was direkt zu den Transistoren des Prozessors geht. Und da müssen wir herausfinden, welcher Pin das ist. Jede Stromquelle ist mit Dutzenden von Pins verbunden, das heißt, es ist nicht nur eins und es hat 724 Pins auf dem Chip. Aber ich kann euch einen Weg zeigen, wie wir das von Hand durchgehen können. Es ist nicht super einfach, aber es ist machbar.
Und man kann es in einem Wochenende oder zwei machen. Es ist ein Prozess, wo man die Pins halt kartografiert. Und wir haben jetzt leider natürlich kein Datenblatt und das ist viel einfacher, wenn man einen kommerziellen Chip hat, wo man das Datenblatt anschauen kann. Dann geht es viel einfacher, aber hier hat man das halt nicht und dann kann man das so machen. Was man wissen muss, ist, dass man, wie man so ein PCB entschichten kann, und da gab es Talks darüber. Und das Wichtige davon ist, es ist relativ günstig, jeder kann es zu Hause machen mit den richtigen Werkzeugen. Leider hat Byteful, jemand namens Byteful hier Scans von diesem PCB hochgeladen. Und das ist gut für mich, weil jetzt muss ich das Ganze nicht einatmen, die ganzen Nebenprodukte hier. Also, mit einer Lötmaske sieht man hier das Layout. Und was ich hier zeigen will, ist, dass einige der Pins sehen aus wie Pins und andere sehen so aus, als ob sie Teil einer Wurst sind oder wie auch immer ihr das hier nennt. Die nahe der Mitte, die sind wahrscheinlicher stromrelevant. Wenn man einen Chip designt, dann will man den Strom möglichst in der Mitte haben, damit die Wärme und die Energie gleichmäßig verteilt und die Distanz zu jeder Komponente möglichst gleich ist. Also nehmen wir einen zufälligen Pin in der Mitte und schauen mal, wo der verbunden ist, mit welcher Stromquelle und welche anderen Pins damit in Verbindung stehen. Also haben wir den markiert. Ich markiere eine Schicht in Rot und dann gehe ich eine Schicht runter und werde da in Orange eine neue Markierung auf dieser Schicht machen. Hier seht ihr ein paar dieser kleinen dunklen Löcher, die nennen sich Vias und die sind dazu da, um mehrere Schichten aus Metall zu verbinden. Wenn ihr da was seht, dann hat es eine elektrische Verbindung zwischen diesen zwei Schichten. Wenn wir noch tiefer gehen, dann sehen wir die Kabel, die größer sind als auf der letzten Ebene. Wenn wir immer weiter gehen, dann kommen wir irgendwann eine Kupferebene, dass unser Dings verbunden ist. Ich habe es mal hier markiert. Hier kommt der Powerpin hin. Ich zeige jetzt mal nicht, was es tatsächlich mit Strom versorgt. Aber hier sehen wir ganz viele andere Kabel auf dieser Ebene, die ich mit Rot markiert habe. Also alle sind hier mit verbunden. Dann können wir zurückgehen und das Gleiche tun. Und dann sehen wir, womit das verbunden ist. Und dann sind wir oben. Und dann sehen wir, dass all diese langen Striche verbunden sind. Das heißt hier sind alles 35 verschiedene Powerpins. Heißt, wir brauchen nur noch 689. 245 sind einfach nicht verbunden. Man sieht nichts zwischen Ebene 1 und 2. 175 sind Ground, also Spannung 0, weil die mit einem großen Kupferding verbunden sind, wo alle Leute mit verbunden sind, alle Dinge. Es sind nur noch 269 Pins übrig. Es ist nicht das Beste, was man am Freitagnachmittag tun kann, aber ihr wisst, wenn man ich bin, was soll man sonst tun?
So sieht der Chip aus, wenn man ihn vollständig analysiert hat. Die roten sind verschiedene Spannungsquellen. Die anderen Farben sind Datenübertragungspins. Das habe ich einfach nur so gemacht, um was Cooles zu machen. Wir haben 9 verschiedene Spannungsquellen gefunden. Woher wollen wir wissen, welches der richtige ist? Dafür probieren wir einfach mal alle. 9 Dinge zu brute-forcen ist relativ einfach. Wir schauen uns einfach mal einen Zähler an, der immer weiter inkrementiert wird. Und dann schließen wir es an den Computer an. Und dann schauen wir uns an, was passiert, wenn wir die Voltage zu glitchen. Warum funktioniert das? Na, wenn wir einen Spannungsglitch erzeugen, dann erzeugen wir irgendwo einen Fehler irgendwo in der Berechnung. Und weil die Arbeit, die der Prozessor macht, hauptsächlich das Inkrementieren ist, dann wird, wenn der Glitch passiert, wahrscheinlich eine dieser Additionsoperationen treffen. Und dann kommt so ein Fehler wie hier. So, jetzt haben wir dieses Tool. Wir haben die richtigen Pin gefunden. Wir haben die richtige Spannungsquelle gefunden. Wir können irgendwo Fehler erzeugen. Aber was können wir damit tun? Von vorherigen Quellen kennt ihr, dass man den Signaturcheck umgehen möchte, aber es ist ein bisschen schwer. Wir wissen nicht so richtig, wie die Signatur gepasst wird. Wir wissen nicht, wo die Signatur ist. Wir wissen auch nicht, ob es da noch andere Checks gibt, zum Beispiel irgendwelche SHA-Hashes oder irgendwas. Also es ist ein bisschen schwer zu sehen, ob der Glitch funktioniert hat und was anderes gefailt ist oder was anderes passiert. Stattdessen haben wir etwas einfach zu Verstehendes vor uns vorgenommen, und das sind der Boot-Partition-Header. Es ist relativ einfach zu verstehen, es ist nicht verschlüsselt, nicht signiert. Man kann alles so ein bisschen erraten, was nicht direkt gegeben ist. Also was wir uns als erstes anschauen, ist das Partitionsgrößenfeld. Es wird geschaut, dass es kleiner als 0xDE Blöcke ist. Wir haben das herausgefunden durch Versuch und Fehler. Dann haben wir haben einfach alles durchprobiert, und dann haben wir so eine manuelle Binärsuche gemacht. Dann haben wir gesehen, dass das das Größte ist, was funktioniert, bevor es nicht mehr bootet. Falls der Check fehlt, dann stoppt die CPU einfach. Ansonsten wird der Bootloader gelesen. Was passiert, wenn wir diesen Größencheck umgehen können? Hoffentlich gibt es dann einen Buffer-Overflow irgendwo. Warum sonst gibt es diesen Größencheck, falls man keinen statischen Buffer hat? So, was tun wir denn jetzt? Wir schauen uns den Storage Controller Traffic an. Wir haben ein MOSFET, was so ein Schalter ist, was einen Kurzschluss machen kann, den wir vorhin diskutiert haben. Wir brauchen ein FPGA, ein Field Programmable Gate Array, was das kontrolliert für das Timing. Das ist der Prozess, um die richtigen Parameter des Glitches zu finden. Wir warten, bis die Boot-Partitions-Header gelesen werden.
dann warten wir noch ein bisschen. Dann wird es den Größencheck machen. Das ist, was N ist. Wir fragen uns, wie lange es braucht zwischen dem Lesen des Pakets und dem Größencheck. Dann machen wir den Glitch. Wir schließen es kurz für M-Zyklen. Und dann der Grund, warum wir eigentlich hier sind, ist, wir wussten nicht, was passiert. Je länger man den Glitch durchführt, sind die Resultate sehr verschieden. Wenn man es zu lang macht, dann geht das System einfach aus. Also haben wir hier so ein Skript für jede N, für jeden Wert von N und M und versucht einfach verschiedene. So, wie implementieren wir das jetzt? Ich habe den Chip Whisperer, den Chip Flüsterer genutzt. Das ist eine Open Source Hardware Hacking Plattform. Es ist so toll, weil man es Python programmieren kann. Es hat ein FPGA drin und ein MOSFET, was man einzige, was man eigentlich braucht. Außerdem haben wir unseren eigenen Auslöser geschrieben für den Storage Traffic. Wir haben unser eigenes Board gehabt. Warum eigentlich? Eigentlich nur, damit wir all die Kabel zum Vita Board, zum Storage Controller bauen konnten. So für und damit wir auch all die Status-Indikatoren kriegen können. Wir haben dieses Board auch benutzt, um das, um die Storage zu dumpen, um die Daten von der Prozesse zu lesen. Und das verbindet sich dann zum Chip Whisperer. So sieht es dann aus, wenn man es zusammengebaut hat. Sehr viel transparente Klebeband. Was ich noch sagen möchte, ist, wir haben tatsächlich die Clock der Vita entfernt und es direkt zum Chipflüsterer verbunden. Wenn man die beiden Clocks synchronisiert, dann gibt es weniger Drift zwischen den beiden. Dann ist es wiederholbarer, replizierbarer. So sieht es aus, wenn man das zusammengesteckt hat. Ich liebe Klebeband. Das letzte Stück, was wir brauchen, ist von jemandem aus der X-Switch-Community gekommen und der hat gesagt, wir sollen die Clock noch langsamer machen. Wenn man die Clock zu schnell machen würde, dann würde das zu viel Fehler generieren. Also, falls es nicht funktioniert, versucht einfach die Clock langsamer zu machen. Wir haben das die ganze Nacht laufen lassen, als wir am Morgen aufgewacht haben. Dann haben wir einen Fehler gefunden. Und das hier ist der SHA-256-Hash von der Bootrum. So, State of the Vita in 2018. So, Status der Vita in 2018. Wir haben alles gedumpt. Den Bootrom ist leider nicht besonders interessant, keine Schlüssel. Die Angriffsfläche ist sehr klein. Es gibt keinen USB-Stick drin. Wir haben alles gedumpt, was wir gefunden haben. Also, was haben wir daraus gelernt? Lass mich ein bisschen philosophisch werden. Sony hat eine lange Geschichte von Krypto-Fehlschlägen. Ihr wisst alle wahrscheinlich von denen. Aber wenn nicht, kurze Geschichtslektion. Die PSP hatte keine Codesignaturen. Die PS3 hat ECDSA faktorisierbar gehabt. In der PlayStation Classic
haben sie aus Versehen die privaten Schlüssel für die Firmware-Updates mitgeschickt. Aber die Vita ist tatsächlich sehr gut. Das ist eine gute Arbeit, was die Sicherheit angeht. Leider kann ich da nicht das Gleiche sagen beim Marktanteil und der Menge an Games, aber die Hauptgründe sind halt, das sichere Booten ist einfach, die ganzen kryptografischen Sachen sind ziemlich simpel, verglichen gerade mit anderen Sony-Geräten. Wir haben kaum vom ARM-Prozessor gesprochen, wo die Games drauf laufen, aber da sind die meisten modernen Mitigationstechniken drauf. Und das war 2012, wo KSLR noch nicht Standard war und die haben das da schon implementiert. Und sie vertrauen nicht einfach der Trustzone und sie haben ihren dedizierten Kryptoprozessor. Aber nicht jeder ist perfekt. Und es gibt ein kleines Problem damit, wie sie den Entschlüsselungsschlüssel des Bootloaders gemacht haben. Und das ist der Schlüssel, der jeden einzelnen anderen Schlüssel schützt. Nachdem wir das Boot-ROM gedumpt haben, war natürlich der nächste Schritt, diesen Schlüssel zu finden. Und es ist ein einzelnes Byte, das sich wiederholt. Aber den Vorhang zurückziehen, bevor wir das gedumpt haben, hat unser Freund XYZ, jetzt könnt ihr euch überlegen, ob sein IQ 9 oder 9 Millionen ist, hat versucht, den AES-128-Schlüssel zu brute-forcen. Aber aus rechtlichen Gründen können wir das nicht mit euch teilen. Also zeigen wir euch mal ein total unverwandtes Bild von Amazon zeigen. Hat komplett gar nichts mit dem Thema zu tun. So, lots of people to thank. Wir müssen uns bei vielen Leuten bedanken. Das sind nur einige davon. Ich will speziell Xerpy, erwähnen, welcher letzte Woche Linux auf der Vita zum Laufen gebracht hat, was sehr beeindruckend ist. Und jetzt versuchen Sie alle Treiber dafür schreiben. Wenn das jemanden hier interessiert, der helfen will, dann kann ich euch miteinander in Verbindung setzen. Wenn ihr uns beim Nintendo Bros Assembly treffen wollt. Alles, was ich erzählt habe, wird auf GitHub geteilt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann ist die Henkaku Wiki eine gute Ressource. Wenn ihr mehr Vita Homebrew schreiben wollt, dann gibt es das Vita SDK. Da haben wir zu Beginn mitgeholfen, das ist eine gute Ressource. Und damit würde ich Zeit für Fragen eröffnen. Hey, great. Thanks a lot. Danke, vielen Dank. Schön, wie viel Spaß ihr habt. Schön zu sehen, wie viel Spaß ihr damit hattet, die zu hacken. Wir haben 5 bis 7 Minuten für Fragen und Antworten. Bitte stellt euch an die Mikrofone und wir haben wahrscheinlich ein paar Fragen. Also, ich glaube beim Mikrofon 5. Ist das an? Ja. Ist das an? Ja, okay. Der AES-Schlüssel für den Bootloader. Ist das ein Witz? Es ist doch überhaupt nicht effektiv. Tja, das war interessant. Also, als wir das gefunden haben, dachten wir zuerst, wir hatten hier einen Debug-Build. Da muss ein Fehler passiert sein, sie haben uns einen Debug-Build geschickt. Aber nope, das ist der Bootloader, der auf kommerziellen Geräten verwendet wird. Ich glaube, das ist durch die Kontrolle gefallen, weil sie diesen Schlüssel nur, den sie nur verschlüsselt brauchen. Sie haben den Kryptoprozessor,
zusätzlich zu Food, nur Food kann mit diesem Kryptoprozessor arbeiten und der ist für die ganze Verschlüsselung zuständig. Und dieser Schlüssel wird nie in irgendeiner Textpage oder in irgendeinem Code verwendet. Es ist nur in diesem versteckten Krypto-Hardware-Prozessor drin. Und da hat wahrscheinlich irgendwer den falschen Schlüssel drin gelassen und keiner hat es gemerkt, weil das so gut versteckt war. Gut, eine Frage vom Internet bitte. Signal, Engel? Kann das, was ihr gemacht habt, für die PS4 noch benutzt werden? Wahrscheinlich nicht, nein. Ich glaube, das Design ist exklusiv zur Vita. Ich glaube, die PS4 hat einen ähnlichen Co-Prozessor, aber nicht den gleichen. Und die PS4 implementiert gar nicht so viele Sicherheitsmitigationen wie die Vita. Mikrofon 1. Vielen Dank für eure Arbeit und euren Vortrag. Ihr habt darüber geredet, wie ihr die Clock manipuliert. Habt ihr auch versucht, ihn zu glock-glitchen? Also, da wollte ich nicht zu sehr drauf eingehen, weil es technisch ist. Aber Clock-Glitches funktioniert eigentlich kaum nicht, weil es einen Phase-Locked Loop gibt. Und wenn man die externe Clock glitcht, dann wird das von diesem PLL-Loop rausgefiltert. Und die meisten Prozessoren haben das heutzutage und darum kann man das nicht mehr nutzen. Mikrofon 3, bitte. Danke. Meine Frage ist ziemlich ähnlich. Ich weiß nicht, ob mein Verständnis von PLLs falsch ist. Soweit ich das verstehe, tut die nur Clock, Multiplikation oder Division. Das heißt, wenn man die externe Clock ändert, dann sollte auch die interne Clock ändern. Wie weit habt ihr denn die Clock geändert? Das stimmt zwar schon, aber wenn man sich anschaut, wie präzise die Transferfunktion von den PLLs ist, dann, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber irgendwie verspätete Antwort. Die Änderungen in der Frequenz sind nicht instantan und die meisten PLLs sind so entworfen, dass sie nicht schnell ändern und das ist ein. Damit sollte Schwankungen unterdrückt werden und die externe Clock könnte ja etwas Neues beinhalten und die PLLs sollen das ja rausfiltern und daher, ja. Mikrofon 1, bitte. Weil die Hardware und Software relativ ähnlich ist, geht es auch bei PlayStation TV oder ist es nur bei PS Vita? I don't know. Cool, just to do it on that console too. Es wäre cool, das auch mit der PlayStation TV zu machen. It's all the same, yeah. Yeah, that's all the same. Das ist alles das gleiche. Das ist grundsätzlich das gleiche Gerät. Error seems sometimes when with a PlayStation TV, even if it doesn't have the same slot, because it was like. I actually have a PlayStation TV. Ja, ich habe auch ein PlayStation TV. Also wenn du zum Assembly kommst, dann kann ich es dir zeigen. Oh, super, cool, danke. Mikrofon Nummer 3, bitte. Hi. Hallo. Danke für den Vortrag. Sehr interessant. Könnt ihr mir erklären, warum es Octopus heißt? Der Exploit? Also, zwei kurze Erklärungen. Einerseits XYZ, der den Exploit gefunden hat. Seine Erklärung war, dass ein Octopus hat 3 Herzen und wir haben diese 3 kleinen Teile der Physical Address Table. Und ein P zeigt falsch, eins zeigt zum privaten Speicher und eins zum korrekten das und das sind die 3 Herzen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich habe das retconned und
Die Physical Address List ist halt so wie 8 Octopus-Arme, die hier das Memory abgreift. Ihr seht hier auf dem Bild, das sind die drei Teile, diese drei Herzen. Total sinnvoll. Mikrofon 2, bitte. Meine Frage ist, der ursprüngliche Bootloader, wo ist der gespeichert? Ist es im Flash oder im ROM? Das ist eine spannende Frage. Da will ich jetzt nicht drauf nahe eingehen, aber das Boot-ROM ist nie irgendwie in den Speicher gemappt. Was die Vita beim Boot-Up macht, kopiert sie die Instruktionen für den Boot aus irgendeinem geheimen Hardware-Gebiet, das nie über Speicher angreifbar ist, in den SRAM. Und wenn das Boot RAM startet, dann löscht es immer weiter die verschiedenen Speicher, je nachdem es weitergeht. Letzte Frage. Wenn ihr über die Hardware gedacht habt, wisst ihr, wofür das bei der Vita benutzt wird? Ja, also es ist einfach ein USB-Controller, ein customisierter Connector, ein customisiertes Verbindungsstück. Vielen Dank.